Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute im Mai Wochenabschluss 2. Die Hintergrundgeräusche einmal ignorieren, die Kinder sind da und unser Haus ist halt sehr hellhörig, wenn die Kinder im Zimmer spielen. Das ist genau hier über dem Wohnzimmer. Dann poltert's. Der Hund ist auch wieder mit dabei und macht Hintergrundgeräusche, also alles wie immer. So. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich rechne wieder mit dem Handy-Taschenrechner, weil mein anderer Taschenrechner im Büro ist und ich vergessen habe, den mit runterzunehmen und ich ja nicht nochmal hochlaufen wollte. Zu Anfang an wollte ich einmal sagen, falls es jemanden interessiert, meine Blutergebnisse bekomme ich am Mittwoch. Das heißt, ich werde euch dann zum nächsten Wochenabschluss einmal informieren, was da jetzt rauskam. Falls es euch interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, dann schreibt mir das einmal in die Kommentare, dann schweige ich still darüber. Genau. So, ich habe mir jetzt nebenbei einen Schmierzettel gemacht und mir aufgeschrieben, was ich ausgegeben habe. Und zwar habe ich einmal bei Leben. Was haben wir denn für ein Datum? Den 12.05. Ich habe da 17 Euro ausgegeben. Echt wenig. Ich habe es ja letzte Woche gesagt gehabt, ich habe noch richtig, richtig viel zu Hause. Was ich aber jetzt dann machen werde, und zwar morgen, sprich heute, wo ihr das Video seht, werde ich nochmal eine Packung Trinken kaufen, Semmeln und so weiter. Wir haben einen Ausflug geplant und da möchte ich Trinken und Essen dann mitnehmen. Aber das werde ich ja morgen früh kaufen. Also frische Semmeln und sowas. Das trage ich dann aber in Woche 3 ein. Also es wird zwar dann vom Wochen 2 Budget weggehen, also von diesen eigentlich 120 Euro. Ich trage das aber nächste Woche in Woche 3 mit ein. So, drin hatten wir 323,24 € minus 17 Euro, dann sollten es jetzt noch sein 306,24 Euro. Ausgegeben haben wir 17. Und gucken wir mal, ob das stimmt. Also, hier ist 1 Euro und Kleingeld, also das Kleingeld übersteigt definitiv die 24 Cent. 100, 200, 300, 305, 306, das stimmt. So, 12.05. bei Tanken haben wir ausgegeben 153 Euro. Wir haben nämlich beide Autos getankt. Ich habe heute getankt und Leute, ich sag's euch, bei uns ist der Durchschnittspreis vom Sprit ungefähr 1,85, also Benzin. Ich habe heute für 1,76 getankt. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Ja, und mein Mann hat dann nochmal getankt. Der tankt aber jetzt seit neuestem Diesel. Der hat sich nämlich ein neues Auto gekauft. Und da sollten hier in dem Umschlag noch drin sein 197 Euro. Ausgegeben haben wir 153. Jetzt schauen wir mal, ob das stimmt. Da sind 2 Euro. 150, 70, 90, 95 plus die 2 macht 197. Auch das stimmt. Genau, wenn ich jetzt davon ausgehe, nein, ich kann davon nicht ausgehen, ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ich davon ausgehe, dass wir jetzt den Monat nicht mehr tanken müssen, weil jetzt beide Tanks voll sind, dann hätten wir 197 Euro gespart, aber das ist falsch. Ich werde mit meinem Auto, wenn ich Glück habe, nicht mehr tanken müssen, bin ich mir nicht ganz sicher, weil wir morgen mit meinem Auto den Ausflug machen und wir fahren ja noch nach Niederösterreich mit dem Diesel von meinem Mann und das sind einfache Strecke 600 Kilometer und nach Hause auch wieder. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass wir hier das ganze Geld ausgeben werden. So, Drogerie habe ich nichts mehr ausgegeben. Bei Spiel und Spaß, da habe ich 19 Euro ausgegeben. Zwar für Döner. Wir haben uns Döner geholt. Ich hatte da so Lust drauf auf Döner.
dann sollten hier jetzt noch 81 Euro drin sein und das passt trotzdem mit dem Ausflug, weil bei dem Ausflug, den wir geplant haben, sind die Eintrittskosten 60 Euro für uns. Und das Geld habe ich auf jeden Fall hier noch drin und Essen und Trinken hole ich vom Lebensbudget weg. Genau, 50, 70, 75, 77, 79, 81, das stimmt. Ich werde diesen Ausflug auch auf jeden Fall mitfilmen und dann kriegt ihr das quasi als Bonusvideo. So, bei Dampfen haben wir nichts ausgegeben, dafür haben wir bei Kleidung 10 Euro ausgegeben. Was war denn hier drin? Ich glaube 133 waren drin. Ja, dann sind wir bei 123 sollten es sein. Ich habe jetzt inzwischen übrigens auch meine Platzhalter ausgetauscht. Ich habe die Budget Sheets noch nicht erneuert. Die stehen immer noch auf dem Stand von April. Ja, ich hatte einfach nicht die Kraft dazu. Also die Energie. So, hier drin sind noch 3 Euro. Hier. Und dann haben wir hier noch 120, das heißt 123 und das stimmt. So. Gesundheit habe ich nichts ausgegeben, bei Garten auch nicht. Bei den Tieren, da habe ich 100 Euro ausgegeben. Aber primär eigentlich nicht für die Tiere, sondern eher für uns. Wir haben ja die Bienen. Und ich für mich habe einen Anzug. Aber ich habe meinen Mann und die Kinder damit angesteckt. Mein Mann hat sich jetzt letzte Woche von einer aus dem Imkerverein einen Anzug ausgeliehen. Jana hat sonst auch einen ausgeliehen bekommen, aber ja, ich habe jetzt gesagt, kommt, holt euch einen eigenen Anzug. Und dann haben wir noch Mittelwände gekauft, genau, und haben 100 Euro dafür ausgegeben. Da sollten jetzt noch 19,20 Euro drin sein, das können wir auch einmal nachschauen. Ach genau, da 15, 17, 19 und ein paar Cent. Bei Auto habe ich auch noch was ausgegeben. Und zwar 30 Euro, glaube ich, waren das. Mein Mann hat nämlich das Auto ja anmelden müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da von seinem Geld noch was dazugelegt hat oder ob das Auto anmelden generell so günstig ist. Ich habe da keine Ahnung. Das hat nämlich alles immer mein Mann gemacht. Was waren da drin? 85 waren drin. Das heißt, es sollten jetzt noch 50 sein, was hier drinnen ist. Ja, auch gleich mal. Okay, das sind 55 drinnen. Wo jetzt die 5 Euro herkommen, ich weiß nicht. Ich lasse sie einfach drin. Also ich habe schon wieder zu viel Geld. Oh, okay. Gut, Geschenke habe ich nichts ausgegeben. Vereine auch nicht. Bei Schule habe ich nichts ausgegeben. Autosteuer nicht. Bei Haus habe ich ausgegeben 290 Euro. Hausreparatur nichts. Mir wurden nämlich, also ich habe einmal eine Rate bezahlt und einmal wurden mir Müllgebühren und Abwassergebühren abgezogen. Jetzt muss ich mal, ich weiß nicht mehr ganz genau auswendig, was auf dem Konto drauf ist. Ich mache einfach mal so Pi mal Daumen. Dann müssten jetzt noch 910 sein. Ich runde übrigens, wenn ich sage, so Pi mal Daumen, dann runde ich immer ab. Also von dem, was auf dem Konto sein sollte. So, na, hier können wir es nicht nachvollziehen, weil diese Zahl stimmt nicht. Ich habe da gar nicht eingetragen, wie viele wir drauf haben. Naja, egal. Okay, dann rechnen wir das einmal zusammen. Plus 290, dann haben wir jetzt diese Woche ausgegeben, 619 Euro. Obwohl wir in Leben so gut eingespart haben. Ja gut. Hier das Haus ist eine absehbare Summe. Wenn ich die jetzt weglasse, dann sind wir bei 329, was wir ausgegeben haben. Und das hier war ja eigentlich spontan und ist nur eine Einmalausgabe, weil so ein Anzug hält ja hoffentlich die nächsten Jahre. Genau. Gut, dann sind wir hier jetzt durch. Dann gehen wir jetzt zu den Sparspielen. Oh, ich finde das so cool. Ich liebe die Sparspiele. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, ich behalte das Buch einmal hier. Jetzt hole ich mir einmal das
Geld raus. Ich habe für diese Woche 45 Euro eingeplant. Ich habe nämlich nochmal 50 Euro dazugelegt. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen mehr rausgeholt, als ich eingeplant hatte. Ich habe da, wie gesagt, 50 Euro dazugelegt. So, bei der Geldwäsche. Wir hatten, ich klappe das jetzt einmal so ein bisschen zusammen. Ich brauche hier Platz auf jeden Fall. So, bei der Geldwäsche, ich habe zweimal gewaschen, zweimal getrocknet. Das macht insgesamt 1,40 Euro. Und dann habe ich noch meine Kaffeemaschine entkalkt. Und für Gerätepflege habe ich mir ja 5 Euro veranschlagt. Das heißt, hier kommen 6,40 Euro in den Umschlag. Zwölfter, fünfter plus 6,40 Euro. Dann sind wir bei 121,60. Okay, mein Mann bedient gerade den Gartenschlauch. Das ist auch richtig geil hier im Haus. Wenn er draußen den Gartenschlauch anmacht und höre ich hier im Haus an der Wasserleitung, dass er das Wasser laufen hat. Auch ganz witzig. So. Ich wechsle mir jetzt einmal dieses Geld hier raus. Also 100. 20, 21 und 60 Cent. Dann mache ich das so. Das da lege ich jetzt alles zur Seite. 121,60 Euro, die jetzt hier drin sein sollten. So. Dann bin ich jetzt am Überlegen, möchte ich jetzt wieder von ganz hinten starten? Hört ihr die Wasserleitung? Also, dass die Wasserleitung hier an ist. So, ich glaube, ich starte wieder von ganz hinten, oder? Das haben wir letzte Woche nicht gemacht. Die 50 Envelope Challenge haben wir nicht gemacht. Hatten aber ja hier 2 sehr hohe Beträge reingespielt. Ne, 3 gleich. Bei Freddy, bei Tombola und bei Sparniffel. Ich glaube, ich fange jetzt tatsächlich von oben an. Ich bin wieder super vorbereitet, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich keinen Buntstift. Wieder mal. So, jetzt fangen wir von vorne an. Aber ich will eigentlich die Tombola spielen. Wir machen jetzt einmal schnell Urlaub und dann fange ich wieder von hinten dann an. Dann spielen wir die Tombola. So. Ich möchte 15 Euro in Urlaub reinmachen. Dann nehme ich doch gleich hier den dicken. Oder nehmen wir 20. Ne, wir machen 15 Euro hier in Urlaub rein. 12.05. plus 15 sind wir bei 765. Urlaub 15. So. Dann mache ich den 20er rein und hole mir den 5er raus. So. Will ich jetzt echt die Tombola machen? Also Sparniffel, das lasse ich heute aus. Weil das waren letzte Woche 28 Euro. Die mache ich dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Will ich jetzt echt die Tombola machen? Ja. Ich habe Angst, dass es so ein hoher Betrag wird. Okay. Ziehen wir uns ein Los daraus. Ein gelbes, oder? Nehmen wir Sonne. Vielleicht haben wir ja dann Glück und es kommt ganz bald die Sonne. Das wäre doch echt cool, oder? Sag mal, ist bei euch auch die ganze Zeit nur Grau und Regen? Also mir schlägt das Wetter echt aufs Gemüt. Macht mich irgendwie depressiv. So. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Oh, 8, also 9, 15 Euro. 15 Euro, die wir hier reintun müssen. Da habe ich ja gar kein Geld mehr. Okay. Ja, müssen wir, ne? 15 Euro. 15.
12.05. plus 15. Oh, das soll ich nehmen mit dem Taschenrechner. Jetzt sind wir bei 92. Schauen wir mal, vielleicht kann ich was kleiner wechseln. Also hier sind auf jeden Fall 2 Euro drin. Ach nee, ich kann gar nicht wechseln, weil ich habe hier nur noch 5 Euro Scheine liegen. Also 15 rein. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, das stimmt auf jeden Fall. So, dann haben wir hier 15 Euro reingespielt. Gucken wir mal, was ich hier jetzt noch liegen habe. Also das da ist eigentlich, was ich für die Geldwäsche weggelegt habe. Aber egal, lassen wir es mal da. Macht 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. 10 Euro, die ich jetzt noch liegen habe. Gucken wir mal. So, schauen wir mal. Vielleicht haben wir heute Glück und spielen 1, 2, 3, 4, 5. Ha, wir haben nur noch 5 bis zum Ende. Ach nee, 1, 2, 3, 4 haben wir nur noch. 4 Felder haben wir nur noch. Eine 6, okay. Geht nicht. Also Freddy 1 lassen wir aus. Das ist Teil 2 übrigens. Bekommt ihr beim Etsy-Shop. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch einige Felder zu laufen. Auch eine 6. Und das habt ihr gerade gar nicht gesehen, fällt mir auf. 1, 2, 3, 4, dann wäre ich hier am Ende. Deswegen bin ich jetzt nicht gelaufen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Euro. Oh nein. 3 Euro in Freddy. Bis heute 3 Euro für beide Freddy zusammen, weil das eine spielen wir ja nicht. So, plus 3, 12.05., dann sind wir bei 33, okay. Ich habe hier lauter Fünfer drin. So, 33. Dann, da spielen wir auch nichts rein heute in die 5-Euro-Challenge. Ich habe nämlich keinen 5-Euro-Schein mehr. So, die Würfel-Challenge. Ups. Schauen wir mal. Eine 1. Okay. Ich habe, wie gesagt, wieder kein Buntstift da. Und ich habe die anderen, die ich angekreuzt habe, auch noch nicht ausgemalt. Shame on me. Würfel-Challenge 1 Euro. 12.05. plus 1 sind wir bei 23. Nun hole ich jetzt den 1 Euro raus. Ja. Machen 2-Euro-Stück rein. Dann haben wir hier 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23. Das stimmt. So. Die 50 Envelope Challenge, die lasse ich, glaube ich, auch wieder aus. Ja, weil es sind echt super hohe Beträge da inzwischen. Und das habe ich gar nicht mehr liegen. Ich habe jetzt noch 6 Euro. Die wären hier und dann wären wir fertig. Ich will aber die hier noch machen. Die 250 Euro Challenge und dann... die Puzzle Challenge. Okay. Mache ich die 6 Euro hier in die Puzzle Challenge rein, dass die auch fertig wird. Und da habe ich super viel Kleingeld drin, sehe ich gerade. Sechs. Plus sechs, 12.05. Dann sind wir hier bei 41. Ich glaube, ich wechsle mir hier das ganze Kleingeld jetzt einmal raus und habe ich nämlich für nächste Woche Kleingeld. So, 41 müssten dann da drin sein. Was sind jetzt drin?
Ach, da ist auch noch Kleingeld versteckt. So viel Kleingeld. Also 15 sind hier jetzt drinnen. 15. 35. Machen wir das so. Haben wir 40. Das da kommt nach hinten. So, 40. Und was sollten das sein? 41. So. Ist dieser Umschlag nicht mehr so dick. Also diese hier, ich finde, die sind fast zu groß für so einen Umschlag. Die muss man immer ein bisschen knicken, damit die da reingehen. Was haben wir jetzt reingemacht? 6 Euro. Ja. 6 Euro. Das Restgeld tue ich jetzt wieder in den Umschlag hier zurück für nächste Woche. Diese 20 Cent, die tue ich jetzt, Stücke, die tue ich jetzt in meine Kleingeldbox rein. Dass ich hier nur 1 Euro und 2 Euro Stücke drin habe. So. Dann war's das mit den Spielen. Rechnen wir einmal zusammen, was wir diese Woche reingespielt haben. Wir müssten hier so um Pi mal Daumen bei 45 Euro sein. Wir haben 6,40 Euro plus 15 plus 6 plus 1 plus 3 plus 15. Dann haben wir 46,40 Euro hier reingespielt. Und ich finde, das ist ganz gut. Plus die 77,30 aus letzter Woche. Da haben wir jetzt den Monat schon 123,70 Euro in die Sparspiele gespielt. Finde ich sehr, sehr gut. Also es läppert sich auf jeden Fall ordentlich. Für alle, die es interessiert, ihr könnt hier kurz auf Pause drücken und dann von hier nach unten die Challenges zusammenrechnen. Weil die zwei sind jetzt zweckbestimmt. Sprich, das hier ist Urlaub. Das hier ist Geldwäsche. Da geht dann, das Geld soll sich ansparen für Haushaltsgeräte, Waschmaschine und so weiter, die einfach kaputt gehen, wenn man sie braucht. Oder Reparaturgeld quasi dann. Deswegen diese zwei nicht mitrechnen. Das hier ist alles unbestimmt. Einfach so die Sparspiele. Und für jeden, der es interessiert, der kann sich ja dann selber mal ausrechnen, was hier drin ist. Genau. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.